Willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht am Samstag, dem 2. März 2024. Das ist schon eine unglaubliche Sensation, was da Russia Today ans Licht gebracht hat. Die russischen Journalisten haben aufgedeckt ein Geheimgespräch unter hochrangigsten Luftwaffenoffizieren, die da im lockeren Kneipen- und Plauderton, als ob sie einen Sonntagsausflug planen, über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine diskutieren und wie man russische Ziele angreifen kann, so dass allerdings die direkte Beteiligung der Bundeswehr verschleiert werden kann. Ich kann noch mal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir die uns intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche. Das ist gut auf den Punkt. Wir alle wissen ja, dass sie die Brücke rausnehmen wollen. Das ist klar, wissen wir auch, was das am Ende bedeutet. Dann ist die Versorgung dieser so wichtig, nicht nur militärisch strategisch wichtig, auch so ein bisschen politisch ist die gute Insel da ja ihr Herzstück. Und ich meine, wenn wir dem Minister jetzt sagen, ich überspitze mal ein bisschen, wir planen die Daten und fahren die dann von Polen aus vom Auto rüber, damit keiner mitkriegt. Das ist ein Killkriterium. Ja, ja. Also werden wir die Briten oft in der Phase übernehmen. Aber ich glaube, eine irgendwie geartete Versuch einer Zwischenlösung, stell dir mal vor, das kommt an die Presse. Wir haben unseren Leute in Schrobenhausen oder wir fahren irgendwie mit dem Auto durch Polen. Sind, glaube ich, beides keine akzeptable Lösung. Am Schluss verabschieden Sie sich dann auch noch mit frivoler Leichtfüßigkeit. Ciao, 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 heißt es da auf dem Mitschnitt. Und ciao, ciao, Bundeswehr, ciao, ciao, Deutschland, ist man geneigt zu sagen, wenn man dieses Gespräch zur Gänze sich angehört hat. Also das ist schon eine sehr, sehr brisante und explosive Enthüllung, was den Inhalt, was aber auch die Form, eben dieses Dokument der Verwahrlosung hier angeht. Und bezeichnend ist auch, wie die deutschen Medien darauf reagiert haben. Am Anfang hat man überhaupt nicht berichtet, auch in Schweizer Zeitungen, Neue Zürcher Zeitung, Tagesanzeiger, habe ich fast nichts darüber gefunden. So als ob die Journalisten hätten abwarten müssen, um da quasi eine gemeinsame Sprachregelung zu finden. Man hat dann von russischer Propaganda gesprochen. Also man hat den Kern der Sache gar nicht wahrhaben wollen. Man hat das versucht zu verschleiern. Auch der Spiegel in seinen Berichten hat das so ins Beiläufige weggedrückt. Das zeigt, wie stark eben die deutschen Medien hier geradezu daran interessiert sind, dass die Deutschen gar nicht erfahren, was da draußen passiert. Die Bundeswehr hat das nicht dementiert, die betreffenden Generäle haben das nicht abgestritten. Ganz im Gegenteil, die Bundeswehr hat sogar versucht, mit Zensurmaßnahmen die Verbreitung des Inhalts in Deutschland zu unterdrücken, auf Twitter bzw. auf dem X-Kanal. Müssen Sie sich das einmal vorstellen. Und deutsche Zeitungen wie die Bild-Zeitung, anstatt das zu kritisieren, dass hier zensuriert werden soll, haben das sozusagen wertneutral, ja vielleicht sogar unterschwellig zustimmend, einfach so berichtet. Also das zeigt Ihnen doch, meine Damen und Herren, dass Sie da in Deutschland wirklich in so einem Propagandadom eingekapselt, eingeschlossen sind. Ausgerechnet in einem Deutschland, dessen Politiker sich ja laufend auf die Schulter klopfen, dass sie da die Verkörperung der westlichen Wertegemeinschaft seien und wie schlimm es da in Russland zu und her gehe mit der Zensur und mit der Unterdrückung von Andersdenkenden. Ich meine, das will ich nicht in den gleichen Topf hineinwerfen, aber das sind beunruhigende Tendenzen. Da steckt vielleicht mehr von dem Russland, was man in Russland glaubt zu beobachten, steckt mittlerweile in Deutschland. Also die Kritiker der Despotien der tatsächlichen und der vermeintlichen, die entpuppen sich immer mehr selber als kleine Despoten. Am 19. Februar 2024 sind da die besagten Generäle zusammengekommen, Gerhards, Gräfe, Fenske und Frohstädte. Sie haben das Portal WebEx
verwendet, ein Portal, das eben nicht abhörsicher ist. Am 19. Februar kommen sie zusammen und diskutieren. Sie verraten Brisantes. Erstens, sie sagen, dass innerhalb von einem Monat geplant sei, ein Angriff der Ukraine auf russische Ziele, sozusagen eine Attacke, eine sehr zerstörerische Attacke. Also sie verraten da angebliche oder tatsächliche Pläne der Ukraine und sie erwägen dann, unter welchen Umständen es möglich sein könnte, diese Attacke mit Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland zu unterstützen. Und dann wird immer wieder gesagt, nein, wir müssen aufpassen, dass das nicht nach einer direkten Kriegsbeteiligung aussieht. Also die sind sich sehr wohl bewusst, dass sie hier Deutschland ganz tief in diesen Krieg hineinreiten. Und ich würde hinzufügen, mit solchen Planspielen reitet man die Welt in einen Weltkrieg hinein. Denn die Luftwaffe, die Bundeswehr, das sind NATO-Verbände. Und wenn NATO-Verbände und russische Verbände zusammentreffen, dann haben wir hier den Abgrund. Dann haben wir unter Umständen ein nukleares Inferno. Also diese Enthüllungen reiten Deutschland tiefer in diesen Krieg gewissermaßen. Oder dieses Gespräch, mit solchen Gesprächen reiten deutsche Luftwaffengeneräle Deutschland immer tiefer in den Krieg. Ich gehe davon aus, dass die entweder entlassen werden oder aufs Schärfste gerügt werden. Vermutlich müsste man Generäle sofort entlassen, die derartige Inkompetenzen sich leisten, die Bündnispartner verraten. Ich nehme an, auch die Amerikaner werden außer sich sein, die Briten, oder sie werden lachen über diese unglaubliche Schludrigkeit, über diese Wurstigkeit hier der deutschen Luftwaffenführung. Und es ist natürlich auch ein Vorgang, der geeignet ist, ja, die Welt wieder ein Stück weit näher an einen dritten Weltkrieg zu bringen. Reiten uns die Deutschen wieder in einen Weltkrieg hinein? Das ist doch die Frage, die man sich hier stellen darf, die keineswegs abwegig ist.